Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Zwergen. Ja, gerade ob ihr. Ja. Gut, es gibt doch keine Orkorde mehr. Die haben wir doch alle vernichtet. Na dann reisen wir mal weiter. Wart's ja. Cool. Krachstein. Nee. Wir gehen mal hier lang. Erneut kommt ihr an die Kreuzung mit dem Gasthaus zum Steinernen Schaf. Nein. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt kommt hinter der Bar hervor und tritt an euren Tisch. Er lächelt schmal. Gut, euch wiederzusehen. Was darf's heute sein? Trotz Boendils lautstarken Protests, noch etwas trinken zu wollen, verabschiedet ihr euch und du machst dich zusammen mit den Zwillingen wieder auf den Weg. Ach, sehr schön, treffen wir doch. Oder nicht? Gut, aber ich wollte eh hier hin nach Brachstein. Ihr erreicht ein kleines, geschäftiges Dorf. Überall herrscht emsiges Treiben. Nur eines fehlt. Der alles durchdringende Klang von Metall auf Metall, der normalerweise zu dieser Tageszeit aus der Dorfschmiede ertönen müsste. Vor der Schmiede sitzt ein mürrisch dreinblickender Mann mit seinem rechten Arm in einer Schlinge. Als er euch sieht, erhellt sich seine Miene und er springt auf die Füße. Werte Zwerge, wäret ihr daran interessiert, mir in meiner Schmiede auszuhelfen? Wenigstens für einen Tag. Der Blick des Mannes liegt zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Als ihr nicht sofort antwortet, setzt er nach. Ihr werdet natürlich fürstlich für eure Arbeit entlohnt. Ich kann euch 100 Goldstücke für eure Arbeit zahlen. Wir fragen lieber erstmal nach. Was ist mit eurem Arm passiert? Ein dummer Unfall. Eine Kiste mit Rohlingen ist heruntergefallen. Ich wollte sie auffangen. Es wird verheilen. Zum Glück, aber ich kann den Hammer für eine Weile nicht schwingen. Dann muss ich wohl einiges an Arbeit angesammelt haben. Du nickst verständnisvoll. Du hast dich immer schlecht gefühlt, wenn du krank warst oder aus einem anderen Grund nicht in der Schmiede arbeiten konntest. Eine Menge. Aber wenn es stimmt, was ich über die Schmiedekunst der Zwerge gehört habe, wird es euch ein leichtes sein, alles noch heute zu erledigen. Wir brauchen eigentlich keine Bezahlung. Ich helfe euch. Ich habe einige Zeit in der Schmiede gearbeitet. Das einige Zeit in deinem Fall fast ein ganzes Menschenleben bedeutet, verschweigst du bescheiden. Wenig später stehst du in der Schmiede und begutachtest das minderwertige Werkzeug des Schmieds, während ihr die Esse anfeuert und alles so gut für die Arbeit vorbereitet, wie es mit einem Arm geht. Du konntest die Zwillinge nicht überreden, dir zu helfen. Als Krieger würden sie lieber auf die Jagd gehen, hatte Boendil verkündet. Aber du hältst es für wahrscheinlicher, ihn später im Gasthaus bei einem Bier anzutreffen. Dir ist es gleich. Du freust dich darauf, nach langer Zeit wieder schmieden zu können. Stunden später hast du alles um dich herum vergessen. Die Hitze der Esse, der Schweiß auf deiner erhitzten Haut, das Spiel der Flammen. Du bist in deinem Element und arbeitest wie im Rausch. Der Schmied hat die Schmiede längst mit einem zufriedenen Grinsen auf dem Gesicht verlassen. Hey, ich rede mit dir. Überrascht schaust du auf. Du hast nur das Schlagen des Hammers gehört und hast nicht bemerkt, dass jemand eingetreten ist. Schaffst du das? Du kannst den Mann mittleren Alters auf Anhieb nicht leiden. Seine hellen grauen Augen mustern dich so eindringlich, als wollten sie durch deine Kleidung in dein Innerstes blicken. Der Mann deutet auf zwei Pferde. Die beiden. In einer Stunde. Oh, mal ein bisschen freundlicher. Die beiden sollen beschlagen werden. Kleinigkeit. Der Mann wirkt nicht überzeugt, aber du machst dich routiniert an die Arbeit, nachdem du die Hufe der Pferde begutachtet hast. Zwei weitere gerüstete Männer stehen bei den Pferden und mustern dich aus den Augenwinkeln. Also... Ihr seid Söldner, nehme ich an. Du willst nur etwas Konversation betreiben, doch der Mann schaut dich nur ungläubig an, als hätte er nicht erwartet, dass Zwerge sprechen können. So etwas Ähnliches. Viel zu tun? Und wisst ihr etwas über die Ork-Armeen aus dem Süden? Wir können nicht klagen. Der Tonfall des Mannes macht dir klar, dass er das Gespräch mit diesen Worten für beendet hält. Schweigend verrichtest du deine Arbeit. Als der Anführer der Söldner dich bezahlt, hast du das Gefühl, als würde er dich mit seinem Blick durchbohren wollen. Ohne ein weiteres Wort verlassen die Männer die Schmiede.
Na, wir konzentrieren uns mal. Du ignorierst die Reiter und konzentrierst dich auf deine Arbeit. Als du später den Zwillingen von deinen Besuchern erzählen willst, wissen sie genau, von wem du redest. Sie sind ihnen auf der Rückkehr von der Jagd begegnet. Ihr verbringt die Nacht im Haus des Schmieds und zieht am nächsten Morgen mit der verdienten Belohnung weiter. Und dann gehen wir jetzt mal zum Schwarzsorg zurück. Na, Schwarzsorg. Erneut kommt ihr an die Kreuzung mit dem Gasthaus zum Steinernen Schaf. Ach, ich wollte gerade sagen, Schwarzhändler. Mit den Zwillingen im Schlepptau gehst du zum nächsten freien Tisch und ihr setzt euch. Der Wirt... Ja, ist aber schon Zwerghändler eigentlich. Warte mal, nee, warte mal hier und da. Wie nehmen wir denn? Oh. Trotz Boeing-Deals lauscht. Jetzt auch zum Schwarzjacht. Auf den Weiden vor der Stadt sowie in den Befestigungsgräben liegen tote Orks. Einige Bewohner sind dabei, die Leichen auf Scheiterhaufen zu werfen und die leichten Schäden an der Stadtmauer zu reparieren. Ihr betretet die Stadt und die Garnison in ihrer Mitte, ohne dass ihr angesprochen werdet. Erst vor einer schweren Eichentür, die, wie ihr vermutet, ins Büro des Kommandanten führt, werdet ihr von einer Wache aufgehalten. Zwerge? Uns bleibt dieser Tage anscheinend nichts erspart. Was wollt ihr? Es sieht aus, als habt ihr ein Ork-Problem. Hatten. Unsere Späher haben die Armee früh bemerkt und wir konnten sie ohne große Verluste zurückschlagen. So eine kleine Ork-Armee kann unsere mächtigen Mauern nicht überwinden. Eure mächtigen Mauern sehen aus, als würden sie bald von alleine umfallen. Der Soldat lässt sich von Boindil nicht einschüchtern. Selbstbewusst reckt er sein Kinn nach vorn. Immerhin haben sie die Orks aufgehalten, anders als eure Zwergenmauern im Norden. Ich wusste nicht, dass Turmweile so groß ist. Beeindruckender Ort. Wir haben ertragreiche Weiden. Das hat die Stadt in den letzten Jahren ordentlich vorangebracht. Zu Zeiten meiner Großeltern war Turmweiler nicht mehr als der Turmhügel mit ein paar Häusern drumherum. Heute haben wir einen Markt, einen Tempel und im Turm sind natürlich nach wie vor die königlichen Meldeboten stationiert, die auch die eine oder andere Münze in der Stadt lassen. Ihr sagtet, es gebe hier Meldeboten. Ich möchte eine Brieftaube zu Lord Ionan in Ionanda schicken. Lord Ionan in Ionanda? Kein Problem. Das kostet 90 Goldstücke. Boah, ist das so teuer? Wenn die Brieftaube meine Nachricht sicher zu Lord Ionan bringt, wäre es mir das Gold wert. Dann lasse ich nach einem Schreiber schicken. Du kannst ihm deine Nachricht diktieren und... Danke, aber ich kann schreiben. Papier und Tinte reichen völlig. Die Wache nickt. Du nimmst es ihm nicht übel, dass er dich für ungebildet hält. Nur die wenigsten einfachen Menschen beherrschen die Kunst des Schreibens. Nachdem du die Schreibutensilien bekommen hast, schreibst du in knappen Worten nieder, was sich beim Treffen der Albäer und Orks zugetragen hat. Ich quatsch mal noch mit dem Kommandanten. Ich muss mit eurem Kommandanten sprechen. Kommandant Valora hat keine Zeit. Er ist immer noch mit den Folgen des Ork-Angriffs beschäftigt. Kommandant Valore beschäftigt sich mit den Orks und ich habe Informationen dazu. Ich habe ein Treffen der Orkfürsten beobachtet. Die Wache mustert dich interessiert und versucht abzuschätzen, ob sie deinen Worten trauen kann. Schließlich erhebt sie sich, öffnet eine Tür und betritt den Raum vor dir. Der Kommandant schaut von seiner Arbeit auf. Die Wache wiederholt, was du ihr gesagt hast. Eure Informationen über die Orks könnten nützlich sein. Wir haben sie zurückgeschlagen, aber noch nicht vernichtet. Kommt herein. Der Kommandant lauscht aufmerksam und stellt einige Zwischenfragen, als du von den drei Ork-Armeen und dem Treffen der Häuptlinge mit dem Alp Sintoras berichtest. Das klingt übel. Ich werde Boten aussenden. Wir müssen vorbereitet sein. Die Ork-Armee, die euch angegriffen hat, konnte fliehen. Das, was von ihnen übrig geblieben ist. Sie sind Richtung Süden gezogen. Solange wir die Schäden an den Mauern beheben müssen, kann ich leider niemanden hinterher schicken. Richtung Süden, nach Kalkbach vielleicht. Wir haben eine Ork-Armee in der Gegend besiegt. Es war kein leichter Kampf, aber sie waren bereits angeschlagen.
Vermutlich durch Turmweilers Soldaten. Der Kommandant betrachtet euch und scheint für ein paar Augenblicke hin- und hergerissen zu sein. Dann gibt er sich einen Ruck. Ihr wisst es vielleicht nicht. Aber die Administration hat ein Kopfgeld auf die Ork-Horde ausgesetzt. Hier, ihr habt euch das Gold verdient. War doch ganz gut, dass wir dort unten noch aufgeräumt haben. Bevor wir hier noch gestiefelt sind. Oder allgemein die Ork-Horden besiegt. Wir müssen weiter. Guten Tag, Herr Kommandant. Tötet so viele Orks, wie ihr könnt, werte Zwerge. Palandiel sei mit euch. Altbach war doch hier. Genau. Aber Glück gehabt, dass wir die mitgenommen haben. Du siehst ein Lager mit einem Wagen und zwei Menschen am Wegesrand. Hinter ihnen ragt, etwa eine halbe Tagesreise entfernt, das Schwarzjoch hoch über einem dichten, dunklen Wald empor. Wir sind nur direkt und gehen immer gleich mal hin. Du möchtest nicht, dass sich die Menschen vor euch erschrecken. Deswegen sprichst du sie an, als ihr noch viele Meter entfernt seid. Hallo, Freunde. Ist da noch Platz am Feuer? Die beiden Händler schauen auf und zucken sichtbar zusammen, als sie die drei Zwerge erblicken. Ah, hallo. Ja, natürlich. Dir entgeht nicht, dass ihr den Händlern Unbehagen zu bereiten scheint. Doch du gehst auf ihr Angebot ein und setzt dich. Die Zwillinge folgen deinem Beispiel. Wir sind nur Reisende. Wir suchen jemanden, der hier am Schwarzjoch leben soll. Einen Einsiedler. Jemand soll hier leben? Die Händler wechseln einen verblüfften Blick miteinander. Wer hier lebt, muss verrückt sein. Normalerweise würden wir hier nicht mal rasten, aber die Pferde sind zu erschöpft. Wir sind erst mit Verspätung aus Porista abgereist und haben sie wohl zu hart getrieben. Warum bereitet euch das Schwarzjoch Unbehagen? Es sieht nicht gerade einladend aus, aber es ist nur ein Berg. Nur ein Berg? Du kennst die Legende nicht? Der Händler schaut dich und die Zwillinge fragend an, doch ihr schüttelt alle den Kopf. Das Schwarzjoch war einst als Wolkenberg bekannt und ragte bis in den Himmel. Die obersten Hänge aus purem Gold und der Gipfel von Schnee bedeckt. Die Menschen wollten an diesen Reichtum gelangen, doch durch die glatten Hänge und den blendenden Gipfel war der Aufstieg unmöglich. Sie riefen die Zwerge zu Hilfe. Ihnen gelang es, sich durch den Wolkenberg nach oben zu graben. Sie hüllten ihn aus und trugen das Gold ab. Die Menschen verlangten, den Schatz zu teilen, doch die Zwerge weigerten sich. Und als sie stritten, erbebte der Berg. Die Löcher in seinem Inneren waren zu zahlreich, sodass er einbrach und die Gierigen unter sich begrub. So verlor der Berg seine Größe und Schönheit und verfolgt seitdem Menschen und Zwerge mit seinem siechenden Hass, durch den mit der Zeit der Fels selbst schwarz wurde. Ha, nie davon gehört. Klingt nach Menschengeschwätz. Zwerge würden einen Berg nie so aushöhlen, dass er einstürzt. Hat er recht? Ist auch gerade was mit dem Berg vor. Ich hätte das Buch verlesen sollen. Ihr kommt aus Porista? Wie ist die Lage dort? Alles beim Alten, würde ich sagen. Naja, abgesehen vom Wissbegierigen. Du kennst Nudin, den Wissbegierigen. Lord Ionan hat ihn dir vor vielen Jahren einmal während eines Besuchs vorgestellt. Was ist mit ihm? Ach, nichts weiter. Nur Gerüchte. Du nickst dem Händler knapp zu, dass er fortfahren soll. Er verhält sich merkwürdig und verschwindet tagelang in seinem Turm. Und er soll krank aussehen, meinte ein Bekannter von mir. Vielleicht ist ihm ein Zauber misslungen. Was ist das? Der Held macht's für ein bisschen mehr Schmerzen. Wissen, was das Schlimme ist? Als ihr später in der Nacht nach einer gemeinsamen Mahlzeit und einigen freundlichen Gesprächen am Lagerfeuer beschließt, euch schlafen zu legen, übernimmst du die erste Wache. Es ist eine Nacht ohne besondere Ereignisse und am nächsten Morgen brechen die Händler bereits früh auf. Nach einem Frühstück macht auch ihr euch wieder auf den Weg. Das Problem ist, wenn wir das Inns auswählen. Das ist ein bisschen... nervig gerade. Gut, Schwarzjoch. Nach einem Marsch durch den dichten Nadelwald erhebt sich das Schwarzjoch, der unheimliche Tafelberg und das Ziel eurer Reise vor euch in die Höhe. Aus nächster Nähe wird dir die beeindruckende Größe des Bergs bewusst, selbst ohne typischen Gipfel. Stoße gehen Abgrund normale Attacken und hab häufig weitere Auswirkungen. Zum Beispiel können sie Gegner. Das haben wir ja schon öfters miterlebt. Ich hab's auch öfters versucht, dich mal in Abgrund zu treiben.
Bist du dir sicher, dass dieser Famulus hier wohnt? Laut Lot Ionan, ja. Obwohl du dich bemühst, viel Zuversicht in deine Stimme zu legen, siehst auch du keinerlei Anzeichen dafür, dass hier jemand lebt. Keine Burg, keine Tunnel, kein Lager. Hier ist nichts außer dem Berg. Man müsste sich eben genau umsehen. Tu das, Gelehrter. Wir werden so lange hier warten. Du willst protestieren, doch letztlich wäre jedes weitere Wort Verschwendung. Das ist immer geil. Komm, wir quatschen mal mit denen. Schon was gefunden? Ein verstecktes Lager, einen geheimen Eingang, Gold? Nein, bisher nicht. Der hat doch einen gemütlichen hier. Schon was gefunden? So. Nein, bisher. Na gut. Müssen wir jetzt erstmal suchen, wie die blöd. Gut, man geht einfach zum Gebüsch. Oh, das wurde vergessen. Auch keine Spur von Goren. Wenn er hier ist, dann muss es sowas wie eine Höhle irgendwo im Berg geben. Hier komme ich nur ein Stück nach oben. Es muss einen besseren Weg geben. Selbst der dunkle Nadelwald scheint Angst vor dem schwarzen Berg zu haben. Euer Rüst. Super. Ja, vollkommen verkehrte Richtung. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ein alter Baum. Sieht aus, als wenn er jeden Moment umstürzen würde. Also. Wenn Goren hier ist, dann weiter oben. Ich sollte erst einen Hinweis finden, bevor ich wieder runterkletter. Zu steil, da kann ich mich nirgends festhalten. Ja. Hier sollte ich hochkommen. Oh, puh, das war knapp. Auf ein neues. Hoffentlich lohnt sich das alles. Hier ist ein... Nein, doch nicht. Hm? Gut, geht. Jetzt war... Hallo? Jetzt. Eingraviert. Überrascht stellst du fest, dass es sich um Runen in der Zwergensprache handelt. Erbaut mit dem Blut unserer Feinde, sei unnachgiebig wie der Fels und tränke das Land in ihrem Blut. Hm? Hallo?
Palast dort. Meister Goren? Lord Ionan schickt mich, um Ihnen einige Gegenstände zurückzubringen. Meine Nachforschungen sind praktisch beendet. Das bedeutet, ich kann jetzt endlich zu meinem Sonnenschein ziehen. Ich war zwar noch nicht in Grünhain, aber ich glaube, es wird mir dort gefallen. Ich habe vor meiner Abreise meine wertvollsten Besitztümer im Grab des Horengard deponiert und es magisch gesichert. Das Passwort ist... Die folgenden Wörter erkennst du als Runennamen, aber sie sind in der Gelehrtensprache geschrieben. Daher weißt du nicht, um welche es sich handelt. Grünhain. Na toll. Praktisch eine ewig brennende Flamme. Ich kann mir denken, wem das beigebracht hat. Was? Ewig brennend. Ist da jemand? Es sieht aus, als hätte Goren eine Zeit lang in der Festung gelebt. Er scheint diese jedoch bereits vor einigen Mondumläufen verlassen zu haben. Es ist kein Stehlen. Es wäre nur schade, wenn die Vorräte verderben würden. Ganz genau. Eine Reihe von Waffen, die alle offensichtlich zwergischen Ursprungs sind. Die Spinnweben und Roststellen deuten darauf hin, dass sie schon sehr lange hier stehen. Vielleicht Jahrhunderte. Und noch was. Du hast Schwierigkeiten, die Schmierereien zu entziffern. Schmeiß die ersten in die Esse, schlag die zweiten zu Brei, die vierten sind... Der Rest ist unleserlich. Ich weiß, um wen es geht, aber ich werde nicht verraten, wer oder was, sonst hätte ich ja jetzt rumspoilern wie blöd. Deswegen werde ich einfach nichts dazu sagen zu dem. Nur noch was? Ist mir vor uns alles aufgefallen? Bin ich blöd? Du hast das ja erstmal, weil ich diese hässliche Fackeln dran hab. Diese, die ich brenne. Ein Sarkophag. Vielleicht lässt er sich öffnen. Geboren aus dem Stein, geschmiedet im Kampf. Erhebe dich neu geboren aus dem Blut der Feinde. Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich wissen möchtest, womit dieses Becken einst gefüllt war. Der ganze Ort erweckt den Eindruck, als sollte sich ein anständiger Zwerg hier nicht aufhalten. Dann machen wir mal die Runen an. Oh, eine magische Markierung. Vermutlich von Goren. Gut. Jetzt. Die war am längsten an. Aber die falsch. Nimm die mal hier oben. Perfekt. Ha, das war's. Gorens wertvollste Besitztümer. Die Briefe seiner Geliebten.
Ein Seidenschal, der wohl ihr gehört, und ein Medaillon. Wir nehmen es einfach mit. Nee. Du hast eh viel Schaden. Machen wir das so. Bin noch irgendwo was? Hier haben wir was. Gehört. Sie gehört den Zwergen, Hasan. Die Zwerge Lorimburs sind nicht nur so unbeugsam wie ein Berg, sondern auch so zerstörerisch wie eine Lawine und werden genauso unbarmherzig über die niederen Stämme herfallen. Die vier sollen keine Erlösung bei Vrakas finden, sondern ewige Verdammnis, sodass sie zwischen den Welten unbeschreibliche Qualen leiden. Du hast von den Zwergen Hasan gehört, doch es ist das erste Mal, dass du ihre hasserfüllten Texte liest. Dir wird übel und du wendest den Blick ab. Dritten. War nämlich auch Zwerge, haben auch die anderen vier Zwergenglanz gehasst. Gehen jetzt mal die Treppen hinauf. Lorimbur, der Stammvater der Dritten. In vielen Aufzeichnungen über die fünf Zwergenstämme wird über die Dritten nur spärlich berichtet. Und wenn, dann nur mit Abscheu. Sie werden Verräter genannt. Oder Schlimmeres. Es scheint, selbst die Dritten verehren Vrakas. Aber bei jedem anderen Stamm wäre sein Schrein der größte, nicht die Statue des Stammvaters. Ein paar Goldmünzen liegen in der Schale vor dem Schrein. Ein Gott. Nee, wir beklagen kein Gott. Kann nicht schaden. Ich glaube, das ist Grund, warum, weil die keine besonderen Eigenschaften hatten. Da haben die Dritten die anderen Berge gehasst. Die anderen konnten gut mit Edelsteinen umgehen, die anderen Stein verarbeiten. Dann war irgendwie noch die anderen mit Eisen. Das wären drei. Vierte Klang weiß ich gerade, ne? Die Dritten hatten keine besonderen Eigenschaften. Also. Oder die anderen konnten mit Gold umgehen, die anderen mit Eisen, die anderen mit Stein und die anderen mit Edelstein. Glaube ich jedenfalls, so war das. Du siehst Skizzen und Notizen zu den architektonischen Merkmalen, Statuen und Wandreliefs. Anscheinend hat Goren viel Zeit damit verbracht, diesen Ort zu studieren. Vielleicht ist er eine Art Zwergenhistoriker. Oder ist er einfach ein Schatzsucher? Ah ja. Und warum ich das Gold nicht genommen habe? Weil wir beklauen nur unseren eigenen Gott nicht. Darum habe ich kein Gold genommen. Haben wir lieber was reingelegt. Mal auch jetzt alles auf. Punte. Oh. Mal kurz weg. Nordiona. Liebe Weg nach Norden ins Dorf Grünheim. Nudeln der Zweifache. Gut. Haben wir noch? Gräber, der hier wohl begraben liegt.
Na, das wissen wir doch jetzt erst. Das ist im dritten Sinn.